Ich kam von Frankfurt nach Berlin, drei Koffer voll mit Kokain, Cocaine, all around my brain. Hallo Taxi, schnell zum Kudamm Ecke Town ziehen, meine Frau, meine Kinder schreien nach Kokain, Cocaine, all around my brain. Oh Mama, komm schnell her, halt mich fest, ich kann nicht mehr, Cocaine, all around my brain. Meine Frau heißt Evelyn, ich weiß nicht, liebt sie mich oder mehr, mein Kokain, Cocaine. Liebster, sagt sie, rate mal, was kitzelt so schön in der Nase, schmeckt nach Scheiße, wirkt wie Arsen, Cocaine, all around my brain. Oh Mama, komm schnell her, halt mich fest, ich kann nicht mehr, Cocaine, all around my brain. Mein Sohn ist 12 und ewig angeturnt, ich verbiete es ihm, damit er endlich laufen lernt, Cocaine, all around my brain. Seit gestern weiß er endlich, wer ich bin, wenn er mich sieht, dann ruft er, Papa, hat du Kokain, Cocaine, all around my brain. Halt mich fest, ich kann nicht mehr, Cocaine, all around my brain. Meine kleine Tochter ist jetzt gerade auf einem Trip, den sie letztes Jahr schon eingepfiffen hat, Cocaine, all around my brain. Sie sieht aus, als wäre sie 30 und sie macht auf 20, dabei ist sie 8, Cocaine, all around my brain. Oh, oh Mama, komm schnell her, halt mich fest, ich kann nicht mehr, Cocaine, all around my brain. Meine Tante dealt seit einem Jahr, seitdem geht sie über Leichen, fährt einen Jaguar, Cocaine, all around my brain. Immer wenn sie kommt, bringt sie ein Stückchen Shit in der Radkappe für die Kinder mit, Cocaine, all around my brain. Oh, oh Mama, komm schnell her, halt mich fest, ich kann nicht mehr, Cocaine, all around my brain. Mein Onkel kam vom Alkohol zum Kokain, jetzt will er sich das Kokain mit Schnaps entziehen, Cocaine, all around my brain. Seit gestern liegt er im Delirium, ab morgen steigt er wieder auf die Droge um, Cocaine, all around my brain. Mama, komm schnell her, halt mich fest, ich kann nicht mehr, Cocaine, all around my brain. Opa hat den Gilb, wartet auf den Tod, freut sich auf Jimi Hendrix und den lieben Gott, Cocaine, all around my brain. Oma geht es augenblicklich auch nicht gut, seit ihrem letzten Flash spuckt sie nur noch Blut, Cocaine. Dass ich jetzt aufhören muss. Oh Mama, 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 komm, mach mir einen Schuss mit Morphium und Heroin. Opium und Rosamin oder gib mir Lysergsäure, Diethylamid, Mescalin und Nepalshit. La 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 la
Ich wachte morgens auf, es war ein Donnerstag gegen 9:30 Uhr. Frisch gewaschen, rasiert, gekämmt und so weiter, bereit auf die Straße zu gehen. Sah ich noch schnell aus dem Fenster und da war mir eigentlich klar, dass dieser Tag von vornherein schon total im Eimer war. Kein Regen, kein Schnee, keine Sonne, kein Wind. Alles grau, schwül und stickig, die Fensterscheiben staubblind. Eine Stadt, in der alles stinkt, wo alles spuckt und kracht und raucht. Eine Stadt, deren Namen man nicht zu kennen und die man nie gesehen zu haben braucht. Lange war ausgebrochen in der Stadt, kommt dann gekrochen und sie hat keine Eile. Ich beschloss dann doch gegenüber in den kleinen Laden zu gehen. Um billig, aber gut, ein Tässchen Kaffee zu trinken im Stehen. Ein Schaufenster mit Fernsehern drin liegt auch gleich nebenan, wo man das Programm zwar sehr gut sehen, aber den Ton nicht hören kann. Ein Politiker auf dem Bildschirm sprach, klappte den Mund auf und zu. Der Mann neben mir verstand kein Wort und glotzte aufs Bild wie eine Kuh. Ein anderer bekam einen Lachkrampf im Gesicht, schon ganz rot und schweißnass. Ein Taubstummer, der dem Politiker jedes Wort von den Lippen las. Eine Straße weiter an der Haltestelle sah ich die Nachbarstochter stehen. So um die 40, aber sehr reif für ihr Alter und nicht gerade schön. Ich fragte, wie ist das Wertebefinden? Zu Hause alles gesund und froh. Sie meinte, ich soll nicht mit Ihnen sprechen. Mein Vater will das so. Ich sagte, hör ruhig auf deinen Vater, das ist ein sehr kluger Mann. Ich bin ein Strolch, das hat er erkannt. Keine Angst, dich fasse ich nicht an. Geh schön nach Hause zu deinem Papi, sag, ich hätte dich geschickt. Sag ihm, sobald er sich blicken lässt, wird er von mir gefragt, ob er nicht auch mal jung gewesen ist. Lange Weile ist ausgebrochen in der Stadt, kommt dann gekrochen und sie hat keine Eile. Ich ging durch den Fußgängertunnel zum Konrad-Kennedy-Platz. Kam raus aus dem Tunnel und schon war ich wieder drin mit einem Satz. Plötzlich überall Leute, die rannten und meinten und schrien, ich weiß nicht mehr was. Berittene Polizisten dazwischen mit Knüppeln und Tränengas. Von hinten gestoßen rannte ich auch immer die Angst im Genick und rettete mich mit ein paar anderen in das Tor irgendeiner Fabrik. Wir ruhten uns aus, es war gerade kein Polizist in der Nähe. Bloß kam jetzt der Pförtner aus seinem Kasten mit einer Krücke auf uns los. Dieser Pförtner, Kriegsinvalide, hatte nur noch einen Arm, ein Bein, ein Auge, ein Ohr und einen Plastikdarm. Und während ihm aus dem rechten Ärmel ein krummer Eisenhaken stand, besaß er dafür auf der linken Seite 6 Finger an der Hand. Er brabbelte was von Verrecken, Vergasen, den ganzen Stuss. Die Scheiße, die sich unser einer seit Jahren immer wieder anhören muss. Und während er noch tobte, stand hinter ihm plötzlich ein Bulle, der den Knüppel schwang. Der schlug zu, dass die silberne Schädelplatte, als sie barst, wie die Freiheitsglocke klang. Lange Weile ist ausgebrochen in der Stadt. Kommt dann gekrochen und sie hat keine Eile. Ich floh in den Stadtpark, setzte mich und wischte mir erstmal den Schweiß. Und da saß einer mit einer Gitarre und spielte Dancing Twice. Ein dicker Mann, der gutmütig wie ein satter Bernardiner aussah, hörte ihm zu und ich döste ein, weil hier alles so friedlich war. Ich träumte, dass ich Bob Dylan fragte, was er von meinen Liedern hält.
Und obwohl er sich erst wand wie ein Aal, hätte er mir vielleicht was erzählt. Aber da war plötzlich der Parkwächter da und weckte mich ziemlich hoch. Meine Frage wird wohl nie beantwortet werden. Ist vielleicht auch besser so. Ich döste noch vor mich hin, hatte die Idee. Und dann wusste ich, wie ich sämtliche Kriege auf der Stelle beenden kann. Und ich hätte auch alles getan, doch zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich alles vergaß, weil ich Zahnschmerzen bekam und da helfen mir keine Ideen. Ich rannte mit dem Kopf gegen einen Baum, halb wahnsinnig vor Schmerz. Ich besoff mich und betäubte den Zahn, mein Hirn, meine Seele, mein Herz. Schlich wieder weiter durch die Straßen, die Füße wurden mir schwer. Es war dunkel geworden, der Tag zu Ende und ich wusste von gar nichts mehr. Langeweile ist ausgebrochen in der Stadt, kommt dann gekrochen und sie hat keine Eile. Ich tastete mich langsam an den Häuserwänden entlang und stand dann vor einer Art Puff mit Wein und Krawattenzwang. Ein Besoffener tauschte meine Zigaretten gegen seine Krawatte ein. Ich band sie um, bezahlte Eintritt und ging voller Erwartung rein. Die Striptease-Tänzerin hüpfte über die Bühne wie ein Schrat. Und ich wunderte mich, dass sie dabei nicht auf ihren Busen trat. Und ich beschwerte mich und der Kellner meinte, dass sie schön ist, behaupten wir ja nicht. Dafür liegt ihr Intelligenzquotient bei 190 und darauf legt man heute wieder viel mehr Gewicht. Ich kam nach Hause, als draußen ein dreckiger, warmer Regen fiel. Wieder ein Tag kaputt, ohne Freude, ohne Sinn, ohne Ziel. Und bis alles so läuft, wie ich's haben will, werden sicher noch Jahre vergehen. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, mal bessere Tage zu sehen. Ich denke, ich werde irgendwann noch vernünftige Dinge tun. Zum Beispiel meinen Samen auf die Spermenbank tragen ab nun. Und nicht sterben, bis jedes Kind, das du auf der Straße siehst, von meinem Blut und nach meinem Bilde angefertigt ist. Übrigens habe ich neulich noch eine Wahrsagerin befragt, wie es denn mit meinem Ende stünde, und darauf hat sie gesagt, ich dürfte als ururalter Greis, Haar und Bart eisgrau, in meiner Badewanne sterben, in den Armen einer schönen Frau. Langeweile ist ausgebrochen in der Stadt, kommt dann gekrochen und sie hat keine Eile. Es war an einem Morgen im Frühjahr, als ich meinen ersten Anfall bekam. Ich hatte so ein bisschen über mich und das Leben nachgedacht, als mir plötzlich speiübel davon wurde. Und irgendwas drückte mir den Hals so zu, dass ich dachte, ich müsste ersticken. Ich stürzte auf die Straße, schnappte wie ein Irrer nach Luft. Aber es kam noch viel schlimmer. Mir wurde schwindelig, ich drehte mich 10-mal um mich selbst und dachte, alle Leute zeigten mit den Fingern auf mich, bis ich dann merkte, dass ich gar nichts anhatte. Ich rannte und rannte, fand dann irgendein offenes Parterrefenster, kletterte rein und verkroch mich zitternd vor Angst und Kälte in irgendeine Ecke. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich merkte, dass ich mich in einem Trödelladen befand. Der ganze Raum hing voll mit alten Klamotten und ich zog mir sofort eine Pluderhose, Stulpenstiefel und ein Kettenhemd an, hängte mir noch eine alte Armbrust über die Schulter und fühlte mich augenblicklich wieder gelassen und unangreifbar. Ich marschierte über die Straße und stand dann plötzlich vor dem Personaleingang des Kaufhauses, wo ich bis dahin die Papierverbrennungsanlage bedient hatte. Als ich das sah, wurde mir schlecht vor Wut. Ich rannte den Pförtner über den Haufen, riss sämtliche Telefonkabel ab, brach die Stempeluhr aus der Wand und tobte weiter in die Verkaufsräume.
Als ich in die Spielwarenabteilung kam, stand der erste Verkäufer wieder mal von einem Stützpfeiler halb verborgen auf einer Leiter, um die Kinder beim Klauen besser erwischen zu können. Die liefert er dann immer der Geschäftsleitung aus und kassiert eine dicke Prämie pro Nase. Sein dreckiges Grinsen, als er mich sah, brachte mich so auf, dass ich ohne zu zielen meine Armbrust auf ihn abdrückte und der Bolzen fuhr ihm dicht am Hals vorbei durch den Anzugkragen und nagelte ihn am Pfeiler fest. Ich trat die Leiter unter ihm weg und ließ ihn da hängen wie ein Schluck Wasser und während er zappelte und schrie, schmiss ich eine Stellage nach der anderen um und verteilte das Spielzeug unter die Kinder. Und mitten im größten Tumult tauchte der Chef des Hauses auf und zischte mich an. Was machen Sie denn da? Sofort kommen Sie mit in mein Büro, Sie Idiot! Ich spannte nur meine Armbrust und sagte, leck mich doch am Arsch, du Motherfucker! Hände hoch und vorwärts! Er sah den Verkäufer am Pfeiler baumeln und wurde leichenblass. Ich schubste ihn in den Lastenfahrstuhl, ohne dass die Kunden deswegen stutzig wurden, die das Ganze für eine Werbeaktion hielten. Fuhr mit ihm in den Keller runter in die Papierverbrennung, gab ihm einen Tritt und er flog durch das riesige Ofenloch mitten ins Feuer. Und als draußen die Polizeisirenen heulten, war schon nichts mehr von ihm übrig. Ich rannte nach draußen, warf die Armbrust weg, schwang mich auf ein herrenloses Damenfahrrad und jagte quer durch die City zum Ortsausgang. Und nach einer Stunde Fahrt fiel ich halbtot vor Erschöpfung vom Rad und schlief unter einem Gebüsch ein. Am nächsten Morgen war es eisig kalt. Und mit der Kälte kam die Angst. Ich hatte eine Führungskraft umgebracht. Jetzt würde man mich überall suchen und hetzen. Und in meiner Panik wühlte ich mich immer tiefer und tiefer in den Wald und gegen Mittag fand ich einen verlassenen Luftschutzbunker. Die Tür war offen und in einer Ecke lag eine Maschinenpistole in Ölpapier gewickelt und eine Kiste Munition. Ich setzte die Waffe zusammen. Sie funktionierte und ich fühlte mich sofort wieder unbesiegbar. Ich beschloss, mich im Bunker einzurichten und mir gleich Vorräte zu beschaffen, um in der Illegalität überleben zu können. Und noch am selben Tag knackte ich drei Banken. Ich zwängte mich jedes Mal mit dem Fahrrad durch die Tür, drehte eine Runde im Schalterraum, feuerte mit der MP in die Decke, dass der Kalk nur so spritzte und schrie, ich bin der Rattenfänger von Hameln, wo sind hier die Mäuse? Und als ich auf diese Weise 100.000 Mark zusammen hatte, ging ich noch schnell im Supermarkt einkaufen und erreichte dann auf Schleichwegen wieder meinen Bunker. So lange unsichtbar, bis keine Zeitungsmeldungen mehr über mich erschienen, beschaffte mir dann so nach und nach alles, was ich brauchte und verlebte ein paar sehr ruhige Monate. Ich pflanzte Hanf im Blumenpott, rauchte ab und zu einen Joint und schaukelte bei sonnigem Wetter in meiner Hängematte und hörte die MP auf dem Bauch die Hitparade im Kofferradio und war glücklich. Aber wie alle glücklichen Leute nach einer Weile schon nahe am Verblöden. Und um dem entgegenzuwirken, schrieb ich zentnerweise Leserbriefe und badete ab und zu in einem eingezäunten See, der in der Nähe lag und der dem Tankerkönig gehörte. Eines Mittags also, ich saß da ganz ruhig mit meiner MP im Wasser, stand da plötzlich einer vor mir in Hemdsärmeln, grüner Schürze, Strohhut, Spaten über der Schulter und meinte, das wäre Privateigentum, wo wir denn hinkämen, wenn das alle machen würden. Ich sagte, ja, wenn das alle machen würden, dann wäre der Tankerkönig bald weg vom Fenster mit Blick auf den See. Ich fragte ihn, ob er es denn nötig hätte, als Gärtner für den Tankerkönig den Büttel zu machen. Meinte doch, ich bin nicht der Gärtner, ich bin der Tankerkönig. Ich sagte, das ist doch nicht zu fassen. Den Gärtner entlassen, die Dahlien selber begießen und das Geld für sie arbeiten lassen, damit ist jetzt Schluss. Ich wollte sofort abdrücken, brachte es dann aber doch nicht fertig und stattdessen zwang ich ihn, einen Joint zu rauchen, so groß wie ein Ofenrohr. Ich sagte so, und jetzt will ich mal sehen, wie Milliardäre so leben.
Wir gingen die paar hundert Meter bis zu seiner Villa und als wir ankamen, war er schon so high wie ein Weltmeister. Er taumelte vor mir her in eine riesige Diele, auf eine erlesene Sitzecke zu, wo die Tankerkönigin saß und döste, so ein Hündchen im Arm mit blauer Schleife und rosa Arschloch. Und sie murmelte, ohne die Augen zu öffnen, Rudi, bist du's? Denk dir, Ari und Nassis hat uns eingeladen zur Safari. Der Tankerkönig glotzte seine Frau erst an, als wenn er gar nichts begriffen hätte, fing dann an, um sie rumzutanzen und äffte ihre Stimme nach, mit Ari auf Safari. Die Tankerkönigin riss die Augen auf, sah uns und flüchtete kreischend die Treppe rauf. Der Tankerkönig angelte sich die antike Streitaxt von der Wand und Ari Safari hinterher. Ich dachte, das Schauspiel guckst du dir von draußen an. Ich setzte mich in die Hollywood-Schaukel und da sah ich auch schon den Tankerkönig aus der Dachluke kriechen, die blutige Axt in der Hand, breitete er die Arme aus, sprang und landete klatsch direkt vor meinen Füßen. Ich ging erstmal zurück zum Bunker und legte mich schlafen. Am nächsten Morgen hörte ich dann die Nachrichten. Die halbe Welt stand Kopf. Es war auch von mir die Rede. Die Tankerkönigin hatte ausgesagt. Ihr Mann hatte mit seiner Axt nicht sie, sondern nur das Hündchen erschlagen. Und man sprach von einer wirtschaftspolitischen Katastrophe, die der Tod des Tankerkönigs ausgelöst hätte. Und weiter hieß es, die gesamte Landespolizei und eine Bundeswehreinheit beteilige sich mit Suchhunden, Peilgeräten, Hubschraubern und Panzern an der Fahndung nach dem geisteskranken Mörder mit dem Kettenhemd und den Stulpenstiefeln. Mir wurde ganz mulmig zumute und ich verrammelte die Bunkertür hinter mir und traute mich wochenlang nicht mehr raus. Nach einer Weile fühlte ich mich so elend und einsam, dass ich schon anfing, mit mir selbst zu reden. Ich brauchte unbedingt einen Menschen, mit dem ich sprechen konnte, aber einen, der das mit dem Tankerkönig auch verstehen würde. Und ich kannte keinen. Aber dann hatte ich die Idee. Wenn schon kein Lebender da war, warum sollte ich dann nicht mit einem Toten reden? Also schlich ich mich gegen Mitternacht aus dem Wald in den nächsten Ort. Ich kannte da ein Haus, in dem regelmäßig spiritistische Sitzungen stattfanden. Und ich hatte auch Glück. Die Sitzung war schon im vollen Gange. Ich stieß die Tür mit dem Fuß auf, die MP in der Hand und rief, nur keine Panik, meine Herrschaften, und Hände auf den Tisch. Aber kaum hatten die Hände auf der Platte, fing der Tisch an zu wackeln, hob sich wie von selbst und schwebte dann einen Meter über dem Fußboden. Ich sagte, Kinder, macht doch keinen Quatsch, Hände hoch über den Kopf. Sofort flogen die Hände in die Luft und der Tisch krachte wieder auf den Boden. Ich sagte so, wer von euch ist hier der Oberdruide? Macht mir mal eine Verbindung mit Che Guevara, ich will jetzt endlich mal mit einem vernünftigen Menschen reden. Erst wussten die gar nicht so richtig, wen ich da meinte, gaben sich dann aber sehr viel Mühe und endlich knackte es in der Leitung und ich hörte Che Guevaras Stimme, was wollt ihr von mir? Ich sagte, wer ich war und was ich angerichtet hatte und dass ich einen Rat brauchte. Und die Stimme fragte mich etwas ärgerlich, was das denn sollte und ob ich denn noch nie was von organisierten Klassenkampf gehört hätte. Ich sagte, nee, hätte ich nicht. Die Stimme schwieg einen Augenblick und sprach dann wesentlich freundlicher und tröstender weiter. Ja, dann wäre mir nur sehr schwer zu helfen, ich wäre krank und ich sollte am besten mal zum Psychoanalytiker gehen. Total deprimiert kroch ich zurück zum Bunker, als ich schon von Weitem die Blechbüchsen klappern hörte, die an dem Alarmdraht hingen, den ich um mein Versteck gespannt hatte. Vor Schreck an allen Gliedern zitternd ging ich dann hin und sah einen VW da stehen mit einem nackten Pärchen auf dem Vordersitz. Die Stoßstange hatte sich in der Alarmleitung verhakt, sodass die Blechbüchsen unausgesetzt schepperten. Ich war so empört, dass ich dem Kerl die MP in den Rücken bohrte und ihn anschrie, sofort aufhören, das ist doch eine Schweinerei. Weit und breit die unberührteste Natur und sie machen hier solche Verrenkungen in ihrer stinkigen Kiste, aber sofort raus in die Glockenblumen. Der arme Mann jammerte mir die Ohren voll. Warum haben Sie uns so erschreckt? Meine Bekannte hat einen Krampf und jetzt hängen wir fest. Das hatte mir gerade noch gefehlt. Wir berieten erst mal eine Weile darüber, was wir da machen könnten und dass es das Beste wäre, der Braut mit einer Nadel in den Schenkel zu stechen, so als Gegenschock. Aber natürlich hatte keiner eine Nadel dabei. Mir dauerte das alles zu lange. Ich sagte, Schluss jetzt. Wenn er die Nadel haben wollt, dann müsst ihr schon die 100 Meter bis zum Nähkästchen robben.
Die Operation gelang dann auch. Und erst als die beiden den Bunker wieder verlassen hatten, wusste ich, dass ich einen furchtbaren Fehler begangen hatte.